Also Polen, Tschechen und sagen wir mal Franzosen, Belgier, Holländer auf der anderen Seite. Gibt es einen Unterschied zwischen Osten und Westen? Es gibt noch einen Unterschied zwischen Ost und West. Also in Polen, die ja nun schon länger in der EU sind, verschwimmt die Grenze inzwischen immer mehr. Vielleicht auch, weil wir sehr viele Arbeiter aus Polen immer rüberholen. In Tschechien ist es noch am krassesten. Tschechien ist wirtschaftlich sehr weit zurück. Dagegen ist in Polen tatsächlich eine blühende Landschaft. Wenn man die verlässt und zurück nach Deutschland geht, Mecklenburg-Vorpommern, dann ist man allerdings im Bereich der noch nicht blühenden Landschaft. Tschechien im Grenzbereich ist sehr marode, sehr kaputt. Das spürt man an der Stimmung, die sehr gleichgültig ist, allem gegenüber, die sehr verzweifelt ist, sehr niedergeschlagen, ja, und perspektivlos. Dazu kommt in Tschechien, das ist ein ganz gewaltiger Unterschied zu den anderen Grenzen, dass in Tschechien immer noch große Teile des Grenzgebietes ein einziges Bordell sind. Und da Menschenhandel, Kinderprostitution gang und gäbe sind, das ist so der eklatanteste Unterschied zu allen anderen. Aber weder in Frankreich noch in Holland habe ich noch sowas wie Ressentiments verspürt.